Die Eifelhöhen sind meist noch mit Schnee bedeckt, wenn in Blankenheim am Fuß des Burgbergs Karneval gefeiert wird. Zu den stilleren Tagen gehört der Freitag nach Weiberfastnacht, der dem Hauptereignis, dem Geisterzug am Samstagabend, vorausgeht. Die beiden Jeckenböhnchen, die zum Hofstaat des Prinzen Karneval gehören, haben auch dann gelegentlich ihren Auftritt. Im Hinterzimmer einer Gastwirtschaft sind die Monturen bereitgelegt, wenn die zwei jungen Männer zum Einkleiden erscheinen. Die bunten Uniformstücke sind in die Obhut einer Frau gegeben, die für den guten Zustand zu sorgen hat. Sie ist auch zur Stelle, wenn die einzelnen Teile angelegt werden sollen. Als Beinkleid benutzt man gewöhnlich die Hose vom besten Anzug. Ach, schön. Danke für das Kompliment. Unterhalb der Knie werden breite Schleifen mit Sicherheitsnadeln festgesteckt und sorgfältig zurechtgezogen. Vorsichtig da unten, ne? Ja. Das muss auch vernünftig aussehen, weißt du ja. Ich mach das dann nicht das erste Mal, ja, oder? Ist ja alles klar. Für die Hosenschleifen dieses Kostüms nimmt man ein blaues und ein rotes Taftband. Das weiße Hemd, das als Waffenrock getragen wird, ist auf der Brust- und Rückenseite mit zahlreichen kleinen Schleifchen in den Farben Blau, Rot, Grün und Gelb besteckt. Die großen Beinschleifen des zweiten Darstellers sind in Gelb und Grün gehalten. Das zugehörige Oberkleid hat dagegen die gleiche Ausstattung wie das des anderen, nämlich gezählte 48 Schlöppchen, wie man die Verzierungen nennt. Auf die vier Farben der Hemdenschleifen kommen also jeweils 12 Stück. Man nimmt es sehr genau mit den kleinen Applikationen, da die Besonderheit des historischen Kostüms für die Jeckenböhnchen hierauf beruht. Das gilt auch für die Efeublätter am kurzen roten Röckchen, die den gezackten weißen Saum betonen. Die Schärpe aus rotem Sammet ist mit dem Gürtel verbunden und zeigt vorne zwei goldene Sterne, die zur Messingfarbe des wappenförmigen Koppelschlosses passen. Den Abschluss am Hals bildet ein Pelzkragen, der um die Schulter gelegt und vorne geschlossen wird. Ist das denn mit euch das Leinwand zu weit? Ja, ungefähr. Du musst nur noch die Schleifen zumachen, weißt du? Ja, mach. Wie an den Beinen müssen auch an den Armen zusätzliche Schleifen gebunden werden, die sich in ihren beiden Farben entsprechen. So, wie sieht es denn aus mit euch? Der Wechsel zwischen Grün und Gelb, beziehungsweise zwischen Blau und Rot, ergibt sich hier am gleichen Ärmel, indem man für die Stelle über dem Ellenbogen ein anderes Band nimmt als für die Manschette. Die Abfolge an den beiden Armen ist unterschiedlich, sodass am rechten Handgelenk eine andere Farbe erscheint als am linken. Sämtliche Schleifen sind so gesteckt, dass sie sich nicht von selbst lösen können. An der linken Schulter tritt mit Rot oder Grün die Kennfarbe der beiden Kostüme hervor, die sonst, bis auf die unterschiedlichen Großschleifen, vollkommen identisch sind. Die meisten Ausrüstungsstücke, wie die weißen Stoffhandschuhe, sind vierfach vorhanden, für jede Figur also zweimal. Dies ist erforderlich, damit bei den Auftritten stets ein frisch gebügeltes Kostüm zur Verfügung steht. Wo hast du denn eigentlich auf meinem Donnerstag hin? Du hast es doch gesehen. Warst du dabei? Das Prachtstück der Ausstattung ist der hohe, breitrandige Hut mit dem steifen Federbusch und dem aus Messing geschnittenen Löwen des Blankenheimer Wappens. Hallo, du kennst mich doch, ne? Ich kann ja nicht binden. Hilf's mir nochmal. Er wird unter dem Kinn so gebunden, dass er unverrückbar festsitzt. Nee, fester. Machst du. Denk an, ich muss hüpfen. Ja. Die Hutziehe wurde aus gefiederten Hautstreifen vom Hahnenhals gewickelt. Ich beeil dich mal ein bisschen, Mann. Ja. Sonst brennt der Wachtel.
Zur Herstellung des Busches soll man früher die Halsfedern von 12 Hähnen gebraucht haben. Der Stern an der hochgebogenen Hutkrempe entspricht dem Zeichen der Schärpe. Wenn ganz zum Schluss die Degen blank geputzt sind, wird es Zeit für die beiden Jeckenböhnchen, dass sie sich dem Prinzen anschließen. Ihr Name ist übrigens von Bernhard abgeleitet. Der Repräsentant des Karnevals in Blankenheim hat Freitagnachmittag sein Standquartier in einer Gaststätte an der Ahrquelle bezogen. In Begleitung von Pfeifen und Trommeln ist hier um diese Zeit auch das Schellenbäumchen unterwegs, das wie die Jeckenböhnchen aus der älteren Blankenheimer Fastnacht stammt. Mit dem Umzug, der an den Tagen vor Karneval kurz vor Abend beginnt, wird den Einwohnern das herannahende Winterfest angekündigt. Die Begleiter des Schellenbäumchens, die soeben am Prinzenquartier vorüberziehen, wo schon die Musikanten bereitstehen und die Jeckenböhnchen, wurden ursprünglich von den Junggesellen gestellt. Für beide Gruppen ist heute der Blankenheimer Karnevalsverein zuständig, der auch die Utensilien und Kostüme beschafft hat. Wenn sich die Musikanten vor dem Standquartier für den Einsatz bereithalten, ist zu erwarten, dass der Prinz auf die Straße hinaustritt. Mit ihren Degen, die sich bei hochgestrecktem Arm an den Spitzen berühren, bilden die Böhnchen die Ehrenpforte. Dann beginnen sie mit ihrer eigentlichen Darbietung, indem der eine den anderen im Tanzschritt umspringt, um sich danach im selben Rhythmus vorauszubewegen. Der zweite folgt in gewissem Abstand, wobei er dem Partner begegnet, der inzwischen umgedreht hat und so zum Ausgangspunkt zurückgelangt. Die im weiteren Ablauf von zwei Ruhepunkten ausgehende, gegenwendig lineare Bewegung, bei der sich die Wege in der Mitte kreuzen, wiederholt sich nun in ständiger Folge. Diese Figur, die durch Verkürzen des Rückwegs bei gleichzeitiger Verlängerung der Hinwegstrecke ein stetiges Vorrücken gewährleistet, wird als Tanz der Jeckenböhnchen bezeichnet. Die Tanzform mit ihrem lebhaften Zweivierteltakt, bei dem in jeder Reprise der vierte Takt besonders betont wird, geht auf den sogenannten Schottisch zurück. Der schottische Kontertanz oder Hopswalzer war früher bei den Kirmesbällen in der Eifel besonders beliebt. Die Melodie, die sich ständig wiederholt, gehört zu dem rund 100 Jahre alten Blankenheimer Karnevalslied mit dem Kehrreim Ju, ja, kribbel in der Butz, we dat nit het, der is nix nutz. Wenn sich die beiden Tanzpartner auf halbem Weg begegnen, schlagen sie die Degen gegeneinander. Mit der blanken Klinge, die bei den Tanzbewegungen in Präsentierhaltung vor dem Körper getragen wird, gibt man auch das Zeichen für den Beginn einer neuen Passage. Dadurch, dass jeder vierte Takt mit einem besonders ausgreifenden Schritt hervorgehoben ist, wechselt das Tanzbein bei jeder Reprise. Die beiden Jeckenböhnchen, die neuerdings mit dem Karnevalsprinzen am 11. im 11. alljährlich neu gewählt werden, üben diesen Tanz in den Wochen vor Fastnacht mit großem Zeitaufwand ein.
Der Auftritt der alten Fastnachtsgestalten ist heute mit dem Auftritt des Prinzen gekoppelt. Wie an diesem Freitag, an dem es um den Besuch eines Gönners des Karnevalvereins geht. Auch bei der Präsentation des närrischen Hofstaates im Rosenmontagszug oder bei der Kappenfahrt Karnevalssonntag tanzen die Jeckenböhnchen von Blankenheim als Herolde und Ordnungshüter voraus.